Claudia Gamon von den Neos ist am Wort. Uns einen guten Überblick über die Problemfelder, die wir dringend beackern sollten im Arbeitsmarktpolitikbereich. Aber, und ich glaube, das hat man auch an den vorhergehenden Wortmeldungen gesehen, gibt es schon noch Stellen in dem Bericht, die sehr irreführend sein können. Und auf der einen Seite bietet er mir auch als Feministin abseits des linken Mainstreams eine gute Datengrundlage, um besser zu erklären, was mit dem Gender Pay Gap eigentlich gemeint ist, woher der kommt und was wirklich die Gründe dafür sind. Weil man schon eine gute Datenlage jetzt zur Verfügung hat, um das Problem besser zu erklären. Andererseits zeigt aber auch relativ eindringlich, dass es vordergründig um die Teilzeitproblematik geht. Mit der Veröffentlichung des Berichts wurde aber auch eine Grafik mitgeschickt, die scheinbar einen enormen Reallohnverlust der untersten 10% aufzeigt. Diese Grafik war aber irreführend und dient allerhöchstens für klassenkämpferische Parolen, wie es der Kollege Rossmann jetzt auch gerade wieder gezeigt hat. Meines Erachtens zeigen diese Daten aber vor allem etwas, und das ist ein statistischer Effekt, der aufgrund der zunehmenden Teilzeitbeschäftigung auftritt und den Politiker und Medien bewusst oder unbewusst falsch oder fehl repräsentiert und interpretiert haben. Denn wenn man sich die Fakten anschaut, zeigt der Bericht auch, es gab noch nie so viele Menschen in Beschäftigung in Österreich, noch nie so viele Frauen in Beschäftigung. Aber das passiert vor allem in Teilzeitarbeit und damit haben wir natürlich eine automatische statistische Verschiebung, weil die untersten 10% deshalb immer mehr verdienen, weil die vordergründig auch Teilzeit beschäftigt sind. Und das ist nicht der Labour Market stupid, it's Statistics stupid, wenn man das schon als Beispiel bringt. Was wir uns aber als Politik beantworten sollten, ist einerseits die Frage, was sind die Gründe für Teilzeitarbeit und auch was das dann für Konsequenzen hat für den Rest des Lebens. Und auch das sieht man in diesem Bericht sehr gut. Frauen verdienen vor allem deshalb weniger als Männer, und das ist auch eben dieser Gender Pay Gap, eben weil sie Teilzeitarbeit nun in atypischen Beschäftigungsverhältnissen drinnen sind. Aber der Bericht zeigt auch, dass Teilzeitbeschäftigung einen enorm starken langfristigen Effekt hat. Weil die Frauen, die Teilzeit gearbeitet haben, verdienen dann natürlich danach, wenn sie in Vollzeitbeschäftigung wechseln, auch weniger als männliche Kollegen, die in derselben Zeit Weiterbildungs- und Aufstiegschancen hatten, weil sie eben länger Vollzeit beschäftigt waren, aber auch aus anderen Gründen, und nämlich das sind die Gründe für die Teilzeitarbeit an sich. Das zeigt dieser Bericht auch auf. Das ist, dass 40% der Frauen angegeben haben, dass sie aufgrund von Betreuungspflichten entweder gegenüber ihren Kindern oder gegenüber erwachsenen Familienmitgliedern Teilzeit arbeiten, aber 38% der teilzeitarbeitenden Männer angegeben haben, dass sie das wegen schulischer oder beruflicher Weiterbildung tun. Das heißt, die Männer, die auch Teilzeit arbeiten, auch wenn sie es weniger tun, haben danach eigentlich noch mehr Chancen, wenn sie wieder in Vollzeitarbeit sind, mehr zu verdienen, weil sie diese Zeiten in Weiterbildung investieren konnten. Dadurch wird das Problem eigentlich noch viel schlimmer. Was wir machen müssen, ist, dass wir endlich die Rahmenbedingungen ändern, damit einerseits es nicht mehr notwendig ist, unfreiwillig Teilzeit zu arbeiten, was bei Frauen vielerorts der Fall ist, auch wenn es hier jetzt schon vorher von Vorrednern anders behauptet wurde. Und andererseits auch die Rahmenbedingungen ändern dahingehend, dass wir es nicht noch extra fördern, dass Teilzeit gearbeitet wird. Und der Kollege Rossmann hat ja vorhin auch gesagt, das Problem bei den Einkommen in Österreich sind die Beschäftigungsverhältnisse. Aber da müssen wir endlich schauen, dass wir diese Anreize, die wir für Teilzeitarbeit oder für den Niedriglohnsektor, auch steuerliche Maßnahmen, die wir setzen, um das noch zu verstärken, endlich abschaffen. Da gehört dazu der Alleinverdienerabsatzbetrag, Negativsteuer oder der Entfall des Dienstnehmerbeitrags zur Arbeitslosenversicherung bei niedrigeren Einkommen. Das ist im Übrigen nicht nur etwas, was wir sagen, sondern auch die Europäische Kommission hat in ihrem Bericht zur Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt das auch als Hauptpunkt für die niedrigeren Löhne von Frauen angegeben. Und das ist das, was die subsumiert unter dem Begriff Financial Disincentives. Es gibt keinen Grund, Teilzeitarbeit grundsätzlich zu verteufeln oder sie politisch verunmöglichen zu wollen. Aber was schon ein Problem ist, ist, wenn man die Langzeitfolgen ignoriert, dann noch zusätzliche Rahmenbedingungen schafft, die eigentlich noch mehr dazu führen, dass Frauen in Teilzeit arbeitet und sich dann im Nachhinein darüber beschwert, oh je, wir haben Frauen eigentlich nie die Chance gegeben, dass sie Vollzeit arbeiten und dass sie dann auch gleich viel verdienen wie ihre männlichen Kollegen, und sich danach wundert und dann als Einstiegsdroge einen Mindestlohn fordert. Da zeigt man das Pferd wirklich von hinten auf eine ganz absurde Art und Weise. Und dann im Nachhinein zu sagen, das ist nur die Einstiegsdroge, steigen wir gleich auf Crystal Meth um mit 1700 Euro, kann auch nicht die Lösung sein.
Es habe noch nie so viele Frauen in Beschäftigung gegeben, aber vor allem in Teilzeit, so Claudia Gamon von den NEOS. Frauen würden deshalb weniger verdienen.